Nice to meet you, Andy. You feeling better? Yeah. Take a seat. Thank you. Ay, ay, ay. Von Anfang an, Andy? Ja, genau. Mach dir mal den Stöpsel rein. See you. Hi, nice to meet you. Thank you. Wow. Andy, von Anfang an bist du dabei. Was hast du gemacht, was andere Menschen, vielleicht gar nicht unbedingt von The Sweets, sondern andere Menschen nicht so beherzigt haben wie du? Well, the Rolling Stones are still here, so I guess. Also die Rolling Stones sind auch noch da, also so schlecht kann es nicht gewesen sein. Also ich denke auch, wenn beispielsweise Keith Richard Drogen genommen hätte in seinem Leben, dann sähe es mit ihm ganz anders aus heute. Aber. Ihr seid sehr weit vorne platziert. Auf Platz 6 seid ihr. Ist das so eine Sache, wo du sagst, ja, ist ganz nett, nice to have? Oder sagst du, Mensch, also in Deutschland immerhin unter den 6 erfolgreichsten Oldies aller Zeiten zu sein, das ist schon irgendwo auch etwas, worüber ich mich freue? Well, it's remarkable. Ja, es ist bemerkenswert. I've kind of come used to the fact that ich habe mich langsam an die Tatsache gewöhnt, dass da wir immer in Deutschland spielen, wir es immer noch nicht als selbstverständlich ansehen, aber es ist mit Sicherheit unser bester Markt und deshalb sind wir so häufig hier. Wenn wir euch... And I'd like to still be able to get into that jacket. Und ich würde auch ganz gerne in dieses Jackett passen. Have you ever tried? That jacket, it's going to end up in the British Music Experience at the O2 Arena in London. Also dieses Jackett wird in der British Music Experience enden. Ich glaube, ich würde dich auch gerne in dieser Hose noch mal sehen, die der Kollege da vielleicht. No, you wouldn't. Nee, das wirst du niemals sehen. Es sind andere Zeiten gewesen, wir alle... Oder andere Menschen um dich herum 1968 sahen mit Sicherheit jetzt nicht vielleicht genauso aus, aber hatten auch andere Klamotten an, als sie heute tragen. Trotzdem, wenn du die alten Dokumente anguckst aus der Zeit damals, gibt es dir bestimmt ein schönes Gefühl und zum Teil auch ein Erschrecken, wo man sagt, mein Gott, damals haben wir es als schön empfunden, diese Klamotten so zu tragen. I don't have any problem with the past because that's also ich habe keine Probleme mit der Vergangenheit, so ist es nun mal. Man muss die Dinge machen und dann hinter sich lassen, so wie man sich zu dem Zeitpunkt fühlt.
Aber ich wünschte, die Jahrzehnte hätten meine Form nicht so sehr verändert, wie sie es getan haben. Sweet, ist das die Musik, die ihr auch gerne gehört habt? Du meinst gerade eben, als sie gesungen haben, früher gab es immer irgendwie in jeder Disse, gab es immer einen Raum, da lief nur Sweet. Ja, das ist so Wigwam Bam oder Teenage Rampage oder das war so Raupenmusik, Musikexpress. Aber die hatte ja schon in der Musik immer schon so. Und ich glaube, das läuft heute noch. Also wir haben damals in den 70ern gestanden mit dem Parker an der Raupe, hier die Bürste hier oben drin, und dann haben wir halt versucht, Mädchen kennenzulernen. Und deswegen mussten wir Jungs uns auch Sweet anhören, obwohl wir natürlich Sweet eigentlich gar nicht mochten. Ich glaube, die frühen Platten sind von den Mädchen gekauft worden und die älteren Brüder haben die B-Seiten angehört und sie wussten, da gibt es also eine echte Rockband. Das war auf den B-Seiten versteckt. Das muss ich auch sagen, als ich nicht nur Gene Chapman geschrieben habe, sondern als ihr selbst geschrieben, also Loves Like Oxygen und so, das mochte ich dann lieber, viel, viel lieber. Und das war in den späten Zeiten, das war großartig. Meine Damen und Herren, ist es... Is that your wife? Do you want to have a sip? No, ist das Ihre Frau? Okay. I've been told there's some in the dressing room, but I've not seen it. Help yourself. Ich habe es nicht gesehen. You didn't get one? No, not yet. But later. Ich habe es noch nicht bekommen, aber vielleicht später. Sure, später. You will for sure. Später, genau. Es ist immer schön, das ist angenehmer, so einem Job, neben so einer Legende zu sitzen. Ich hätte jetzt Bock, noch ein bisschen weiter zu plaudern. Das werden wir aber einfach verlegen. Wir haben gar nicht mehr so viele Plätze. Wir trinken auch unseren kleinen, vielleicht Moxa Prosecco. Vielleicht nehmen wir sogar ein Bier. Oder irgendwas anderes Leckeres. Ich freue mich darauf, dich gleich noch zu sehen. Meine Damen und Herren, danke schön, dass du da warst, Andy. Vielen lieben Dank. Wir machen weiter mit der nächsten Platzierung. Okay, thank you. 5-4.